Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kurva-Box von Schwester Eva. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kurva von Schwester Eva, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Von der Größe her eine reguläre Standardbox, wie sie sehr oft im Bereich Deutschrap verwendet wird. Wir haben hier die Box in Schwarz und Rot gehalten. Alles oder nix Records präsentiert. Schwester Eva lesen wir unten in so goldschwarzen Buchstaben. Und hier oben dann in einer geschwungenen Schrift in Weiß lesen wir groß Kurva. Und dann haben wir hier noch die Interpretin abgebildet. Sie ist hier ja, relativ freizügig. Das Einzige, was sie bedeckt, sind diese zwei Blätter hier und diese Schlange. Sieht so ein bisschen nach Adam und Eva Vertreibung aus dem Paradies aus. Und ich denke, das soll damit auch gemeint sein, denn die Schlange war ja damals auch schon im Garten Eden. Und dann gab es ja auch noch den Apfel der Erkenntnis. Und der wurde hier scheinbar auch schon angebissen. Also wird hier mit diesem Adam und Eva Thema, mit dieser Thematik gespielt. Was allerdings nicht so ganz passend ist, in der rechten Hand hat sie eine goldene Pistole. Die gab es damals meines Wissens nicht. Und ansonsten, ja, haben wir hier so eine Tapete. Es ist so schwarz und rot. Und das Spannende ist, dass das so ein ganz spezieller Glanzaufdruck ist. Denn je nachdem, wie man hier das Licht drauf fallen lässt auf die Box, sieht man hier diese Ornamente. Also das ist wirklich komplett hier über die gesamte Box gezogen hier. Dieses Muster, und je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht man das besser oder schlechter. Also auf jeden Fall beeindruckend hier, wie man das gemacht hat. Auf der Seite lesen wir wieder Alles oder Nix Records präsentiert Schwester Eva und wieder alles in Ornamentoptik. Unten schwarz, oben schwarz plus Red Light Box. Also nennt sich das Ganze, ja, passt auf jeden Fall. Erstens mal zu ihrer Vergangenheit und zweitens mal von der Optik her sieht das auf jeden Fall so nach Rotlicht aus. Alles oder Nix Records, das Logo. Und auf der Rückseite auch nochmal in groß, auch wieder diese Tapete. Und dann haben wir hier einen Barcode, Groove Attack, die haben den Vertrieb gemacht. Und dann noch hier so ein Logo. So, das Ganze geht dann hier aufzuklappen. Hier lesen wir dann auch nochmal Schwester Eva Red Light Box. Und von innen ist die Box weiß. So, wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Mütze. Dann haben wir hier so einen Karton. Eine Autogrammkarte. Ein Poster. Okay. Drei Kondome an der Zahl. Dann das Album. In diesem Fall sind das dann die Instrumentals. Und das Album an sich. Also, von innen die Box, wie gesagt, in weiß. Wir haben hier dann noch so einen Einleger, wo das Album entsprechend verstaut werden kann. Packen wir die Box mal zur Seite. Und dann starten wir direkt mit dem Album. Alles andere kommt dabei mal noch zur Seite. So, also, Kurva von Schwester Eva. Es ist das Debütalbum, denn ihr voriges Release, das Release Realität, das war damals ja nur ein Mixtape und deswegen ist dieses hier das erste Soloalbum, das Debütalbum von Eva. Die Coveroptik ist genauso wie auf der Box. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier lesen wir den Titel und die Interpretin. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 23 Stück an der Zahl, das ist eine Menge. Und wir haben Features von Jet Set Mehmet, Chata, Original Knasttelefon, okay. Materia, Echo Fresh, Megalo und Chefcat. Und dann haben wir noch Features von Grace, nochmal Chata, ein Original Knasttelefonat. Chata, Sio, Fat, Sami und dann haben wir noch zwei Remix-Varianten. Okay, hier dann wieder die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes kommen wir wie immer zum Booklet.
Jawohl, also hier haben wir die Infos zu den Tracks. Wer war daran beteiligt? Wer wurde entweder gefeatured oder wer hat das Ganze produziert? Dann haben wir Fotos von Schwester Eva. Zieht sie jetzt hier so in der Optik durch. Heftige Augen, also wer auch immer hier das Ganze bearbeitet hat oder diese Augen geschminkt hat. Gute Arbeit. Dann haben wir hier weitere Fotos. Ja, das nenne ich mal eine farbenfrohe Leggings. Dann hier in Lederjacke. Weitere Tracks. Und zum Abschluss noch ein schwarz-weiß Foto mit rotem Bandana. So, dann haben wir die Infos, die Credits zum Album. Also, wer hat da mitgewirkt? All das können wir nachlesen. Okay, und jetzt kommen wir zu diesem Logo hier. Wir erinnern uns, das war ja unter anderem hier auf der Box, aber auch auf dem Album drauf. Genau. Hatten wir das überall. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte das nicht ganz deuten, aber hier werden wir jetzt aufgeklärt. Und zwar lesen wir hier, gefördert durch die Initiative Musik, gemeinnützige Projektgesellschaft MBH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann wurde dieses Album hier von der, ja, sagen wir es mal, deutschen Regierung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst oder gefördert. Ja, Respekt. Also wie auch immer man das erreicht, wie man das schafft, das ist natürlich nicht schlecht. So, dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder in dieser Cover-Optik. Und auf der Rückseite kommt dann wieder diese Tapete zum Vorschein. Damit nicht genug. Wir haben das ganze Album auch nochmal in der Instrumentalvariante vom Cover her ident. Auf der Rückseite auch wieder die Tracklist drauf. Nur hier mit dem Zusatz Instrumentals. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier die CD. Die sieht so aus und kommt in einer Papphülle. Also 23 Tracks und 23 Instrumentals. Eine Autogrammkarte haben wir mit dabei. Die ist im Hochformat. Hier haben wir wieder Eva leicht bekleidet abgebildet. Und hier mit schwarzem Stift wurde unterschrieben. Eva, Rückseite ist blank schwarz. Jawohl. Eine Mütze. Die sieht so aus. Also die ist komplett in schwarz. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite aufgestickt dieses rechteckige Alles oder Nichts Records Logo. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl. Auch hier wieder das Logo des Labels. Und dann lesen wir hier 100% Acryl, Handwash Only, das ist von Merch Store GmbH und Made in China. Grüße gehen raus. Und dann haben wir noch mit dabei ein Poster. Das sieht so aus. Also auch hier wieder die Optik, die wir vom Cover kennen. Hier oben lesen wir wieder Alles oder Nichts Records präsentiert. Kurva. Dann haben wir hier Eva wieder abgebildet in diesem Eva-Look, sage ich mal. Und hier lesen wir dann wieder Schwester Eva. Das Ganze kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt. So, packen wir mal zur Seite. Und dann haben wir einen Inhalt dreimal vorhanden. Und zwar sind das hier diese Kondome. Was lesen wir hier? London Markenpräservative. Okay. Ja, also klassische Gummis in diesem Fall. Und wir haben auch, wo haben wir es hier? Ein Ablaufdatum. Hier in Silber ist das Ganze eingeprägt. Und hier lesen wir. Ah, ist etwas schwer, aber hier im Licht 2019-03. Also im März 2019 sind die abgelaufen. Ja, also mittlerweile nicht mehr zu verwenden. Aber wir erinnern uns ja, das Album erschien 2015. Somit hatte man dann so mehr oder weniger 4 Jahre, um die zu verwenden. Und damals waren die natürlich dann auch noch haltbar. Also 3 Stück gibt es hier. Passend zu ihrem Werdegang. Und
Als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch etwas sehr Ungewöhnliches, und zwar hier so aus Karton, so einen Faltbogen. Bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstehe, können wir das hier so zusammensetzen, zusammenfalten. Einmal und zweimal. Und dann haben wir hier so einen kleinen Kartonwürfel. Also wir haben hier diverse Motive, einmal alles oder nichts, das Logo, dann haben wir den Kurverschriftzug und dann noch Schwester Eva und Schwester Eva. Das ist natürlich einerseits so, ja, könnte man eventuell würfeln, funktioniert nicht ganz so gut, aber ich glaube, wofür das hauptsächlich gedacht ist, ist, dass man das hier so als kleine Aufbewahrungsbox verwendet. Wenn wir zum Beispiel diese drei Sachen hier hernehmen, jawohl, die passen hier wunderbar rein, dann kann man das hier zumachen. Und dann stellt man diesen kleinen Schwester Eva Würfel irgendwo bei sich aufs Nachttischchen, irgendwo, wo man das braucht. Und dann bei Bedarf kann man hier auf den Inhalt zugreifen. Jawohl. Also macht auf jeden Fall Sinn so in der Kombination. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Kartonwürfel zum Zusammenfalten. Dann haben wir hier diese drei Kondome der Marke London. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Mütze in Schwarz mit dem Alles oder Nix Logo vorne drauf. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Kurva von Schwester Eva mit insgesamt 23 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, Kurva von Schwester Eva. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schwester Eva unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.